Zu diesem Webvideo-Interview begrüße ich Dr. Klaus Moosmeyer, Mitglied der Konzerngeschäftsleitung von Novartis und zugleich Chief Ethics, Risk and Compliance Officer. Außerdem Autor mehrerer Compliance-Bücher bei CH Beck. Herzlich willkommen, Herr Dr. Moosmeyer. Danke, Herr Bruchmann. Freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Wir wollen uns ein wenig über die Entwicklung von Compliance unterhalten. Compliance gestern, heute und morgen sozusagen. Sie sind beispielsweise seit über 3 Jahren bei Novartis, einem der weltgrößten Biotech- und Pharmaunternehmen, in verantwortlicher Position. Wie hat sich für Ihr Unternehmen das Thema Compliance entwickelt? Ja, wie man ja schon aus meinem etwas länglichen Titel entnehmen kann, haben wir bei Novartis einen etwas anderen umfassenden Ansatz gewählt, nämlich Ethik, Risikomanagement und Compliance. Warum? Man fängt ja bei Compliance oft an. In welchem Umfeld arbeite ich eigentlich? Jetzt Novartis als Unternehmen der Pharmazie. Als Industrie stehen wir besonders im Fokus natürlich der Gesellschaft. Wir sind sicherlich die Industrie, die am nächsten an Leib und Leben, Gesundheit der Menschen dran ist, was sehr viele ethische Themen mit sich bringt. Und wir sind eine sehr regulierte Industrie, ähnlich wie die Finanzindustrie. Alles, was wir tun, von der frühen Forschung über die Entwicklung, über die Herstellung der Produkte und ihr Vertrieb, ist reguliert. Damit ist das Thema Risikomanagement, Compliance und Ethik bei uns zusammengeführt. Wir sehen uns als die Assurance-Funktion im Unternehmen. Und der Compliance Officer als solcher, als Person, wo steht der heute in so einem Unternehmen? Ja, ich meine, das ist mittlerweile ein feststehender Berufsstand geworden und auch natürlich die Beck Akademie, der Beck Verlag hat dazu sehr viel beigetragen. Es geht ja auch um eine Fortbildung, Ausbildung, um die akademische Behandlung des Themas. Und ich denke auch, dass mittlerweile in vielen Unternehmen, nicht in allen, es ist eine Reise der Compliance Officer, die Compliance Officerin, wenn auch nicht immer so wie in meinem Fall Mitglied der Geschäftsleitung sind, aber an verantwortlicher, visibler Position sind, auch mit eigenem Budget und Ressourcen. Der Zuständigkeitsbereich unterscheidet sich immer noch relativ stark, ein klassischer Antikorruptions-Compliance bis hin zu einem breiteren Portfolio, aber ich würde sagen, in gut geführten Unternehmen ist der Compliance Officer als Mitglied des Managements nicht mehr wegzudenken. Das war aber, wie Sie auch schon angedeutet haben, nicht immer so. Gehen wir mal 15 Jahre zurück. Wie war das damals als Compliance Officer? Ja, Herr Bruchmann, muss ich mal rechnen, 15 Jahre, das war dann gerade kurz nach dem Aufkommen des Siemens-Falls. Ich war damals ja bei Siemens, bin auch dann später der Chief Compliance Officer von Siemens geworden. Ich würde mal allgemein sagen, damals war Compliance in den meisten deutschen Unternehmen, nicht in den USA, das ungeliebte kleine Geschwisterlein der Rechtsabteilung. Das hing da irgendwo in der Rechtsabteilung mit dran, wurde oft auch mit Leuten besetzt, die dort vielleicht nicht am Anfang der Karriere waren, sondern eher am Ende der Karriere waren. Da waren andere Länder, wie gesagt, die USA nicht schon wesentlich weiter. Und natürlich war der Siemens-Fall eine Initialzündung, dann eine wirkliche Bedeutung der Compliance organisatorisch, auch für die Persönlichkeiten im Unternehmen dann im Laufe der Jahre herzustellen. Das ist, denke ich mir, eine grandiose und ganz wichtige Entwicklung, auch was Integrität in der Wirtschaft angeht. Da hat sich in 15 Jahren unglaublich viel getan und schauen Sie an Ihre Bücher, was sich im Bereich Compliance, Ausbildung und Fortbildung getan hat. Das ist ja auch ein Beleg dafür, wie sich die Rolle geändert hat. Mit welchen Compliance-Themen beschäftigen sich denn Politik und Wirtschaft heute? Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Es wird immer mehr und das war früher so das Thema Antikorruption, Kartellrecht, klassisch, das ist heute schon fast, wird das selbstverständlich angenommen, weil das schwierig genug ist, dass es dort gute Compliance-Systeme gibt. Jetzt haben wir den Datenschutz, das ist also sicherlich eine Wachstumsbranche im Bereich der Compliance. Übrigens nicht nur der klassische Datenschutz. Herr Bruchmann, denken wir auch an das Thema digitale Ethik, künstliche Intelligenz, ethische Themen. Man kann eigentlich sagen, die heutigen ethischen
Fragestellungen sind die Compliance-Regeln und Gesetze von morgen. Und da, das ist auch das, gleich wird man im Bereich künstliche Intelligenz ganz klar sehen. Dann Ukraine, Konflikt, Exportkontrolle, Compliance, ein älteres Thema, aber rückt dann plötzlich wieder ganz groß in den Fokus. Und so sehen wir diese Themen auch je nach natürlich politischer Bewegung auf und abkommen. Und dann, darüber reden wir sicherlich noch kurz, ein Riesenthema, Lieferkette, Menschenrechte, in dem Gesamtkontext ESG, Environmental Social Governance Standards, die ja auch eine eigene Industrie geworden sind. Genau, Stichwort Lieferketten, da tut sich ja jetzt in Deutschland was Anfang nächsten Jahres. Was sind denn, Sie haben wahrscheinlich schon einige gerade aufgezählt, aber so die treibenden Themen der Zukunft oder anders gefragt, was kommt jetzt dann demnächst in Zukunft auf mich zu, wenn ich mich mit Compliance beschäftige? Ja, also es wird immer sein, dass das eine Erwartung der Gesellschaft, wir sind das Unternehmen, der wirklich Teil der Gesellschaft da ist, dass wir das Thema Antikorruption, Antitrust, Datenschutz solide im Griff haben. Es wird immer Fälle geben, wir sind Teil der Gesellschaft, aber systematisch ist Erwartung, sollte nichts anbringen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir als Unternehmen das Thema Menschenrechte und auch Compliance in der Lieferkette proaktiv aufnehmen. Es hat gar keinen Sinn, dort nur sich zu verteidigen. Das kommt und auch es kommt zurecht. Das Thema Menschenrechte in der Lieferkette insbesondere wird eines der großen Themen sein. Und dort müssen wir Dialogpartner der Gesetzgeber sein. Vieles ist wünschenswert, nicht alles ist machbar, wenn man an Sublieferanten denkt. Das ist ein eigenes Universum. Aber wir müssen das Thema Menschenrechtscompliance in der Lieferkette proaktiv aufnehmen. Und dann wird die große Frage sein, beim großen Thema ESG, wird das große Compliance-Thema der Zukunft? Welche Rolle wird der Compliance-Officer, die Compliance-Officerin dort spielen? Wie kann man Themen dort im Unternehmen zusammenführen, damit nicht alles in Silos sich abspielt? Das sind Themen, die uns bei Novartis sehr stark beschäftigen und die, glaube ich, auch die Compliance-Zunft in der Zukunft sehr stark beschäftigen wird. Also viel in Bewegung. Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Und wer mehr zum Thema Compliance wissen möchte und sich auch für Ihre Bücher interessiert, der findet das alles in unseren Compliance-Online-Modulen Plus und Premium in der Datenbank BackOnline.